Hallo Schachfreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch eine Partie zeigen, die habe ich 2012 beim Schnellschachturnier in Pardubice in Tschechien gegen den ungarischen Großmeister Gyula Papp gespielt. Und ich finde, diese Partie ist sehr lehrreich aus positioneller Sicht. Einmal zum Thema Bauernstrukturen, einmal zum Thema Planfindung und Figurenverbesserung. Und was ich bei der Partie dann ganz schön fand, ist, dass der Großmeister Jakob Agard, wirklich ein ganz toller Buchautor, hat in seinem Buch Grandmaster Preparation Strategical Play, hat er diese Partie angegeben als eine Musterpartie zu diesem Thema Figuren verbessern und Bauernstrukturen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Sache, dass diese Partie, obwohl es eigentlich eine Schnellschachpartie war, wirklich als Musterpartie da genommen wurde. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach gleich die Partie, weil das war wirklich ein ganz schönes positionelles Beispiel. Und wie gesagt, ich denke, ein wirklich lehrreiches Beispiel auch. Gehen wir zur Partie. Okay, ich hatte Schwarz und mein Gegner hat C4 gespielt. Und ich habe Slawisch gespielt. Das war früher einer meiner Haupteröffnungen. Heute spiele ich eher Damengambit, aber natürlich bin ich sehr flexibel, kann eigentlich alles Mögliche spielen. Er hat ohne D4 gespielt, das heißt, es ist noch nicht direkt slawisch, aber natürlich, er kann jederzeit D4 spielen und in der Partie ist es auch zu einer slawischen Variante geworden. Dann Springer F3 A6 und A6 ist diese sogenannte Cepanenko-Variante und die Idee von A6 ist zum einen, dass Schwarz in manchen Varianten B5 spielen kann. Es ist eigentlich ein sehr flexibler Zug, auch dass man manchmal auf C4 nimmt und dann B5 spielt. Und zum anderen auch ein Abwartezug, weil man möchte sich noch nicht entscheiden, ob der Läufer C8 ob der rauszieht oder ob man mit E6 den praktisch hinter der Bauernkette einsperrt und drin lässt. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Problem ist, wenn man gleich den Läufer rausziehen würde, zum Beispiel, da muss man immer mit so Zügen wie Dame B3 rechnen. Das ist ein konkretes Problem. Und das ist eine Idee von A6 auch, dass ich hier nach Dame B3 dann entweder den Zug Turm A7 hätte, was im ersten Moment sehr komisch aussieht, aber vor allem den Zug B5 hätte, wenn ich A6 gespielt habe. Das ist einfach nur kurz zur theoretischen Erklärung dieser Cepanenko-Variante. Dame C2 hat mein Gegner gemacht. Und ich habe G6 gemacht. Alternativ wäre jetzt auch E6 möglich gewesen. Mein Gegner hat D4 gemacht und jetzt sind wir praktisch in so einer typischen Slawisch-Struktur. Läufer G7, Läufer D3, das ist alles eine Theorievariante. Und hier ist schon die erste strategisch interessante Stellung. Weil ich würde euch immer den Tipp geben, überlegen, also wenn es eine positionelle Stellung ist, was vor allem häufig nach D4 der Fall ist, wie in dem Fall, und weniger dynamisch, dann würde ich euch immer überlegen, was sind die Figuren, die am schlechtesten stehen bei einem. Und in dem Fall Schwarz hat zwei Figuren, den Läufer C8 und den Springer B8. Und der Läufer C8 ist vor allen Dingen nicht ideal, weil alle Bauern auf Weiß stehen, außer dem Bauern E7. Und dadurch ist es tendenziell ein schlechter Läufer natürlich. Und der Springer B8 ist nicht ganz ideal, weil das natürliche Entwicklungsfeld C6 ist versperrt und jetzt Springer D7 wäre auch nicht ganz perfekt, weil dann der Läufer nicht mehr rauskommt. Das erklärt den nächsten Zug Läufer G4. Ich weiß, hat Springer E5 gemacht, sonst würde ich auf F3 nehmen. Und Läufer E6. Das ist natürlich alles noch Theorie und Weiß hat auch tendenziell einen schlechten Läufer, und zwar den Läufer C1. Und mein Gegner hat jetzt den kritischen Zug gemacht, C5. Das war der Partiezug. Sollte er B3 machen, dann sieht man jetzt gleich die Idee von diesem Läufer G4-Zug, und zwar C5. Und sollte Weiß den nehmen, kommt Dame C7. Und der Unterschied ist jetzt, wäre der Springer noch auf F3, würde der nicht hängen. Und jetzt wird Schwarz im nächsten Zug einfach den Bauern zurückbekommen auf C5, weil der Springer E5 ziehen muss. Das ist so die taktische Idee von diesem Läufer G4, Läufer E6, Tempoverlust, weil der Springer E5. Und jetzt, wenn Schwarz einfach so C5 schafft, Gegenspiel im Zentrum, gibt es natürlich überhaupt keine Probleme. Deswegen, das zeigt, dass der natürliche Zug B3 nicht der kritische ist, sondern C5. Und jetzt ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr interessante Stellung strategisch entstanden schon, weil durch C5 wird der Läufer E6 wird natürlich noch schlechter, rein von der, weil die Bauernstruktur jetzt eindeutig festgelegt ist. D schlägt C4 und C5, die Züge gibt es nicht mehr. Auch der Läufer C1 wird ein bisschen schlechter dadurch tendenziell.
Was man noch sagen muss, ist, das ist so ein Tipp von mir immer, man soll immer darauf achten, wohin die Bauernstruktur im Zentrum zeigt, in welche Richtung, weil das hilft einem dabei, an welchem Flügel man spielen soll. Zum Beispiel Weiß hat die Bauernstruktur F2, E3, D4, C5, die zeigt zum Damenflügel, das bedeutet, der weiße Plan wäre B4, A4, B5 am Damenflügel zu spielen. Die schwarze Struktur im Zentrum ist C6, D5, das heißt, ich will tendenziell eher am Königsflügel spielen und vor allem würde Schwarz lieben gerne diesen Zug E5 von der Bauernstruktur her irgendwann durchsetzen. Was natürlich aktuell sehr schwierig ist, Springer auf E5, Läufer auf E6, nicht so einfach. Und in den nächsten Zügen dreht sich ein wenig darum, welche Figuren ich tauschen kann, beziehungsweise um diesen E5-Zug. Springer D7 kam jetzt erstmal, das ist sehr logisch, weil man will den Springer B8 natürlich entwickeln. Und jetzt hat er auf D7 genommen, was denke ich ein guter Zug ist. Ich denke, F4 ist nicht ideal, obwohl das auf den ersten Blick sehr logisch aussieht. Die Sache ist, ich nehme den einfach weg auf E5 und mache Springer E8. Und jetzt ist relativ klar, Schwarz spielt im nächsten Zug F6, so ein Läufer D2, F6. Und Weiß muss den nehmen und nach E6, E6. Zum Beispiel könnte Weiß versuchen, Läufer E1, Läufer G3, aber man muss sagen, die Stellung ist in etwa gleich, aber Weiß hat hier ein strategisches Risiko mit dem rückständigen Bauern auf E3 natürlich. Natürlich, der Läufer E6 ist nicht ganz ideal und das ist der Grund, dieser rückständige Bauer E3 und dieser relativ schlechte Läufer E6 heben sich objektiv ungefähr wieder auf und die Stellung ist in etwa gleich. Hier gehen wir zurück und zwar Springer D7 hat er gemacht, Springer schlägt D7 und jetzt könnte Schwarz auch Dame D7 machen, aber mein Partie sogar Läufer D7, Dame D7, mir hat das nicht gefallen, das ist Springer A4, wobei selbst hier ist es nicht ganz klar, Schwarz könnte einen Zug mit Turm B8 machen und es geht weiter, aber ich muss dazu sagen, hier, das ist noch eine Theoriestellung und ich kannte das noch und habe Läufer D7 gemacht und es gibt hier jetzt einen ganz interessanten Plan, der gleich kommt und das ist eigentlich natürlich, das grundlegende E5 würde Schwarz lieben gerne machen, das ist die eine Idee. Aber es gibt noch einen zweiten Plan, der jetzt gleich zum Vorschein kommt. Und ich denke, Weiß sollte hier einfach H3 machen. Das ist, glaube ich, der beste Zug. Und das war auch eine Partie von Peter Lego gegen Sebastian Bogner. Und die Idee von H3 zeigt sich gleich. Das ist ein starker Zug und das verhindert das, was ich in der Partie geschafft habe. Jetzt in der Partie von Lego wurde Springer E8 gespielt, es kam F4, hat E5 verhindert, spielt zwar tendenziell an dem Flügel, wo ich vorhin gesagt habe, man sollte nicht unbedingt, also Weiß sollte eher am Damenflügel spielen, habe ich gesagt, allerdings hier ist es auch wichtig, E5 zu verhindern, Prophylaxe ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Und sollte F6 kommen, das war diese Partie, Springer A4, E5, und Lego hat sehr, sehr stark E4 hier gespielt und man sieht die ganze schwarze Koordination, Springer E8, Läufer D7, Läufer G7. Die Stellung ist schon deutlich besser für Weiß. Das war das, was in der Partie kam. Jetzt hat Schwarz auf D4 genommen, aber Weiß hat eine Qualität mehr und steht auf Gewinn fast schon, also großer Vorteil. Gehen wir zurück. Der beste Zug nach H3 wäre, denke ich, Turm B8 und der hat eine tiefe strategische Idee und zwar die Idee Dame C8. Gefolgt von Läufer F5. Zum Beispiel sagen wir, Weiß macht jetzt B4, Dame C8, A4, Läufer F5, Läufer F5. Hat die Idee, ich brauche diesen Doppelbauer nicht fürchten, ich kann jetzt zum Beispiel mit der Dame nehmen. Selbst G schlägt F5 sollte, denke ich, auch eine gute Möglichkeit sein. Aber sagen wir Dame F5, damit die Dame nicht mehr zwischen den Türmen steht und die Türme verbunden sind. Und hier muss man sagen, jetzt hat Schwarz strukturell einen besseren Läufer, Weiß hat zwar diesen Zug B5 noch, aber ich denke, die Stellung ist einfach ausgeglichen, es ist auch kein Springer E4, ist ein Zug, dieser Doppelbauer ist nicht weit, das trage ich in dem Fall. Und das Wichtige ist halt, dass ich meinen schlechten Läufer abtausche, das ist diese ganz entscheidende Idee, Läufer E5. Die kommt jetzt auch in der Partie, also wie gesagt, nach H3 sollte man Turm B8 machen, aber ich denke, Weiß steht trotzdem minimal besser hier. H3 wäre besser gewesen als das, was er in der Partie gemacht hat. In der Partie hat er B4 gemacht und ich denke, das ist etwas ungenau. Weil jetzt gibt es einen sehr starken Plan und zwar Springer G4 ist eine sehr gute Idee. Springer G4 hat zwei Ideen. Die eine ist ganz offensichtlich. Wir haben vorhin die Bauernstruktur besprochen. Natürlich möchte Schwarz lieben gerne E5 spielen.
Wenn E5 kommt, ist alles perfekt für Schwarz. Schwarz hat überhaupt keine Probleme. Und die andere Option, die andere Defensivspringer G4 zeigt sich gleich, weil mein Gegner hat natürlich F4 gemacht. Okay, war auch ein guter Gegner. Wie gesagt, ungarischer Großmeister. Und die Idee von F4 ist natürlich jetzt E5 zu verhindern. Und ihr könnt euch immer mal kurz das Video anhalten. Und hier ist eine strategisch sehr wichtige Idee von Schwarz. Und zwar, was habe ich vorher gesagt? Man würde lieben gerne diesen Läufer D7 abtauschen, weil das ist mein schlechter Läufer und das ist der gute Läufer von Weiß. Und wie könnte man das machen? Springer A6, das war die Idee von Springer G4. Ohne diese Idee wird natürlich der Springer auf G4 ein bisschen auf verlorenen Posten stehen. Aber Springer H6 ist eine sehr gute Idee und Weiß kann nicht gut Läufer F5 verhindern. Die Sache ist, wenn ihr irgendwie versucht, da rauszugehen, auf Läufer F5 wäre Dame D1 vielleicht, aber ich kann auch einfach Läufer G4 machen. Er wird es nicht schaffen, dass er den Läufertausch vermeidet. Und deswegen war es eine sehr gute Idee und ich denke, jetzt hat Schwarz überhaupt keine Probleme. Die Stellung ist ausgeglichen. Mein Gegner hat sehr prinzipiell A4 gemacht, Läufer F5, natürlich den Plan verfolgt, Läufer D2. Und jetzt kommt das nächste. Wir haben natürlich gesagt, die eine Sache ist den Läufer tauschen, das Ziel haben wir erreicht. Und jetzt schauen wir die Bauernstrukturen. Natürlich wollen wir E5 spielen. F6 ist der richtige Zug. Damit bereiten wir E5 vor. Und mein Gegner hat König K1 gemacht. Die Idee war, dass der König vielleicht später, falls die Stellung aufgeht, ein bisschen besser auf H1 steht. Jetzt kam erstmal Dame D7, Türme verbunden. Dieses E5 kann ich im nächsten Zug immer noch machen. Mein Gegner hat B5 gemacht, ich habe B5 geschlagen und ich habe E5 gespielt. Das war diese prinzipielle Idee. Und hier ist es so, dass Schwarz in der Stellung bereits etwas mehr Potenzial hat, weil ich habe tendenziell den besseren Läufer auf G7 und ich habe eigentlich auch mehr Bauernhebeln im Zentrum. Also hier ist, denke ich, schon etwas besser Schwarz, aber immer noch sehr nah am Ausgleich, also minimaler Vorteil. Mein Gegner hat auf A8 geschlagen und jetzt hat er einen strategisch relativ großen Fehler schon gemacht. Und zwar sollte er hier, ich denke, auf C6 nehmen und den überraschenden Zug D schlägt E5 machen. Weil was ist zu sagen hier zu dieser Stellung? Strukturell, wie ich gesagt habe, positionell gesehen, Schwarz hat schon leichten Vorteil. Wenn man etwas schlechter steht, positionell, ist der Weg, den ich im Idealfall anstrebe, dynamisch dagegen zu spielen. Vielleicht kann ich mit Dynamik die positionellen Nachteile aufwiegen. Und hier in dem Fall wäre das Beste gewesen, BC, BC, D schlägt E5 und dieser Zug E4. Und nach D schlägt E4, Springer schlägt E4, wäre die Stellung, wie gesagt, vielleicht minimal besser Schwarz, aber sehr, sehr nah am Ausgleich hier. Also es ist einfach komplizierte, noch spielbare Stellung. Und das D schlägt E5 wäre der richtige Weg, aber ist natürlich gerade in der Schnellschachpartie mit nicht so viel Bedenkzeit eine sehr schwierige Entscheidung, diesen D schlägt E5 zu spielen. Mein Gegner hat F schlägt E5 gemacht und das ist ungenau aus dem Grund heraus, weil jetzt plötzlich mein Läufer G7 so aktiv den Bauern D4 angreift und eine große Schwäche auf D4 hat. Jetzt hat er E4 gemacht, er hat schon prinzipiell verstanden, dass er jetzt dynamisch spielen muss. Problem war natürlich wenig Bedenkzeit. Und ich war hier auch ein bisschen von der Zeit her sicherlich im Vorteil, weil ich die Variante recht gut kannte und gerade im Schnellschach ist das natürlich dann ein bisschen unangenehm. Aber E4 war eine gute praktische Möglichkeit. D schlägt E4, Springer E4. Und jetzt habe ich erstmal Springer F7 gemacht. Das ist wiederum die gleiche Frage wie vorher bei diesem Plan mit Läufer F5, war die Frage, was ist meine schlechteste Figur? Der Springer H6 hat keine richtige Aufgabe mehr aktuell. Geht nach F7. Da steht er besser. Einmal verhindert er Schachs auf dieser Diagonale, deckt diesen Bauern E5. Steht einfach ein bisschen zentraler allgemein, wenn die zentralisierte Figuren sind meistens besser wie Figuren am Rand. Und besonders ein Springer am Rand ist oftmals halt nicht so wirklich gut. Mein Gegner hat jetzt Läufer C4 gemacht. Ich denke, er sollte hier nochmal auf C6 nehmen und mit Springer D6 diesen Bauern opfern. Und diese Stellung hier, Dame C4, Dame D5,
Und Schwarz hat einen Bauern mehr, hat gute Gewinnchancen, aber die Verwertung ist immer noch sehr schwierig, wenn Weiß mal am König rankommt. Und das ist halt doch nur noch wenig Gewinnpotenzial da. Und objektiv kann Weiß wahrscheinlich die Stellung noch zusammenhalten. Und natürlich praktisch jetzt mit wenig Bedenkzeit immer noch sehr gute Gewinnchancen, das ist klar. Und einfach ein Mehrbauer. Aber im Vergleich zur Partie wäre das deutlich besser gewesen. In der Partie hat er Läufer C4 gemacht, was extrem logisch natürlich aussieht nach Springer F7. Ich bin jetzt in dieser Fesselung drin und jetzt in der nächsten Phase kommt was ganz, ganz Wichtiges, weil es ist nicht immer damit getan, eine positionelle Partie sehr gut zu verstehen, die strategischen Merkmale, sondern irgendwann in jeder Partie, in jeder gut gespielten Partie im Normalfall kommt der Moment, wo man Varianten berechnen muss. Man muss sich einfach zwingen, in dem Fall zu rechnen, man muss präzise sein. Vorteilsverwertung ist zu 90% Variantenberechnung. Irgendwann ist der Moment, man muss einfach den kritischen Moment spüren und konkret sein. Und natürlich könnte ich jetzt hier Angst bekommen, dass Springer F7 ist gefesselt. Aber hier hatte ich zum Glück genug Zeit und habe das ganz gut berechnet eigentlich. Wobei ich C schlägt B5 hätte spielen sollen. Ich habe ED4 gemacht, was ein guter Zug war, aber C schlägt B5 wäre sogar noch besser gewesen. Und hier wäre Schwarz wirklich schon deutlich im Vorteil. Aber auch ED4 war die Variantenberechnung, meine ich. Ich habe keine großen Sorgen, dass jetzt diese Läuferfesselung auf E7. Er hat jetzt auf C6 genommen, was richtig war. Und der Dame B3 gemacht. Aber hier ist allerdings Schwarz hat Mehrbau und riesigen Vorteil. Also das ist schon sehr unangenehm. Dame B3 kam. Und jetzt ist natürlich sehr wichtiger Moment. Ihr könnt auch hier kurz überlegen selber, was er spielen würde, weil die nächste Phase ist auch ein bisschen Taktikaufgabenberechnung, Variantenberechnung, Taktikaufgaben, Motive erkennen. Und natürlich, Weiß hat den Springer E4 jetzt hingestellt, sozusagen, also der ist nicht mehr gedeckt. Die Sache ist, wenn ich hier nehme, kann der Turm auf E7 schlagen. Welche Motive fallen dann in der Folge auf? Und eventuell ist diese Weiße Grundreihe geschwächt. Er hat kein Luftloch und wenn der Turm auf 7 nimmt, ist in manchen Varianten natürlich Turm 1 Schach. Jetzt kam Läufer schlägt E4, habe ich nach einigen Berechnungen gemacht, was der Gewinnzug schon ist. Und Turm schlägt F7 kam. Und hier ist natürlich so, auf den ersten Blick hat man jetzt Angst, dass Weiß vielleicht einfach gewinnt, weil die Dame auf D7 hängt mit Abzugsschach. Und sollte ich Turm 1 Schach geben, kommt Turm F1 gegen Schach und ich habe meinen Turm eingestellt auf A1. Also hier ist jetzt natürlich im ersten Moment, hier brauchte ich natürlich davor die Zeit, um das zu berechnen. Und ich habe jetzt bedingt auch ein bisschen wahrscheinlich durch wenig Bedenkzeit nicht ganz den besten Zug gespielt, immer noch einen guten Zug, aber der richtige Zug wäre Läufer D5. Das Grundmotiv ist, dass auf Turm schlägt D7 immer Turm A1, wie erwähnt, Weiß hat kein Luftloch und jetzt ist einfach Grundreihenmatt. Das heißt, Weiß hat eigentlich keine Wahl, als auf D5 zu tauschen und nach CD5 Turm F1. Hier ist wieder wichtig, dass es Gegenschach und wir haben wieder unseren Turm eingestellt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein auf diesen Trick. Und diese Stellung nach Turm A2, ich denke, Schwarz steht hier einfach deutlich auf Gewinn. Turm C2 kommt, ich habe dann wahrscheinlich sogar zwei mehr Bauern. Der D-Bauer ist so stark, wandelt sich fast um. Also Schwarz hat ein gewonnenes Endspiel hier einfach. Das wäre das Beste gewesen. Und in der Partie habe ich König H8 gemacht, was natürlich gerade im Schnelltag extrem naheliegend ist. Weil Turm schlägt D7 ist natürlich wieder Turm A1 Grundreihenmatt. Und mein Gegner hätte jetzt König G1 spielen sollen. Und dann könnte ich entweder Dame G4 oder Dame C8 machen. Ich habe dann einen Mehrbauern, aber die Partie geht noch weiter und den Mehrbauern zu verwerten ist nicht so wirklich einfach. Weil die Stellung ist immer noch recht kompliziert. Also das wäre noch König G1 wäre eine sehr gute Verteidigung gewesen. Schwarz hat einen Mehrbauern, aber bis zum Gewinn ist es natürlich ein weiter Weg und da hätte noch viel passieren können in der Partie. Und mein Gegner hat H3 gemacht, hat gedacht, er macht sich ein Luftloch. Und jetzt ist eine kleine Taktikaufgabe für euch. Also ihr könnt, wie gesagt, jetzt gerne mal das Video kurz anhalten, bevor ich euch gleich die Lösung sage. Weil das hier ist wirklich eine ganz schöne Taktik. Schwarz am Zug gewinnt.
Wie gesagt, dieses Grundreihenproblem haben wir vorhin schon erwähnt, aber jetzt kommt noch ein anderes Motiv dazu. Der Gewinnzug ist Dame schlägt F7. Die Idee ist, auf Läufer schlägt F7, Turm A1. Er hat sich ein Luftloch gemacht, aber nach Läufer E5 Schach erweist sich dieses Luftloch nicht wirklich als so richtig nützlich, weil natürlich Dame G3, dann habe ich einfach eine Gewinnstellung mit Qualität und Bauer mehr. Und auf G3 wäre Turm A1 matt. Mein Gegner hat bereits nach Dame F7 hat er schon aufgegeben. Also hier war die Schlussstellung der Partie. Und ich fand diese Partie wirklich sehr lehrreich, weil zum einen dieses Thema Figuren verbessern, die Problemfigur der Läufer, der weißfältige Läufer. Der Läufer ist nach F5 gegangen, was schon ein Erfolg für Schwarz war. Das nächste war dieses Thema Bauernstruktur. Und zwar dieser Bauerndurchbruch E5. Wir haben eigentlich beide an dem richtigen Flügel gespielt. Er hat B4, B5 vorbereitet, ich habe das E5 geschafft. Allerdings hätte er unbedingt vermeiden sollen, dass ich den weißfältigen Läufer tausche. Ich war in der Partie, ich gehe nochmal kurz zu dieser Stellung. Ihr seht diese Stellung hier. Ich habe es jetzt halt geschafft, meinen schlechten Läufer zu tauschen. So hier diese Stellung hier. Und er ist immer noch tendenziell auf dem schlechten Läufer sitzen geblieben. Also ich denke wirklich, die Partie ist sehr lehrreich zu diesem Thema, welche Figuren will ich behalten, welche abtauschen, zu dem Thema Bauernstruktur, Planfindung. Und deswegen habe ich die wirklich ganz gerne gezeigt, wie am Anfang schon erwähnt. Ich fand es auch wirklich ganz schön, dass der Jakob Agard in seinem guten, wirklich guten Buch diese Partie kommentiert hat, als Musterpartie angegeben hat, zum Thema, wie man seine Figuren verbessert und welche man abtauschen soll. Und ich fand das wirklich ganz nett und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, ihr konntet den einen oder anderen Tipp für euch jetzt mitnehmen, für eure zukünftigen Partien. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, ich freue mich schon aufs nächste Video und bis bald.